Seid gegrüßt, liebe Freunde. Ich hoffe, euch geht's soweit gut. Wir wollen heute wieder einen kleinen Blick zu den Kaninchen hier werfen. Es scheint jetzt so auf den ersten Blick alles in Ordnung zu sein. Aber ob es wirklich so ist, das werden wir jetzt im Laufe des Videos auch herausfinden. So, was haben wir hier? Ihre Kindlein sozusagen. Wenn man nur einen kurzen, flüchtigen Blick werfen. Huch, schon leicht schreckhaft, gut unterwegs, schön weich, das fühlt sich immer sehr angenehm an, so kleine Kaninchen. So, hier ist wohl das Hauptlager von der ganzen Schar. Zack, ein Gescheckter hier, der Kollege oder die Dame, wir wissen es nicht, ne? Ist jetzt noch nicht absehbar. So, zack, schön aufgeweckt hier, die Rasselbande. So, ja, sieht mal einer an, seht ihr das hier? Die Farbgebung hier im Nacken, der sieht so ein bisschen nach ihm hier aus. Und er hier ist ja auch der Daddy von ihr. Mal schauen, ob diese Farbgebung quasi so jetzt vererbt worden ist. Wir waren heute relativ fleißig, alles weggeräumt, was hier wegzuräumen gewesen ist. Das war eine Menge Arbeit. Eigentlich wollte ich heute noch so ein bisschen mit dem Stallbau anfangen und habe um 17 Uhr eigentlich auch schon die Muße dazu gehabt. Aber dann wollte ich das doch meinen Nachbarn hier nicht antun. Von daher alles vorbereitet. Morgen geht's los. Und dann will ich auch, wenn alles nach Plan läuft, diese beengte Situation hier auch ein Stück weit auflösen. Die sollen dann umziehen hier, die ganzen, damit sie auch hier ein bisschen mehr Platz haben. Ich denke, das ist für die dann auch ein Stück weit angenehmer hier. Oh, sie hat hier Baumharz. Wie bist du denn da rangekommen? Eieieiei. Scheint irgendein Bäumchen, irgendeine Ecke hier zu harzen. Na gut, muss ich mir mal ein anderes Mal angucken. Ja, was ist hier? Was ist das denn hier? Ein Handschuh. Was macht ein Handschuh hier in diesem Bereich? Höchst seltsam. Höchst seltsam. So. Bei der Dame hier, wir haben heute viel Grünes bekommen. Und ich bin mal ganz gespannt hier, wie es denn hier aussieht. Langsam wird sie auch so ein bisschen misstrauisch bzw. neugierig, was sich denn hier ständig an ihrem, an ihrer... Aha. Nicht, dass die hier runterfallen. Dort soll natürlich nicht sein, ne? Ich suche so ein bisschen den braunen hier. Also hier sind auch noch ein paar, da ist er. Das gute Kaninchen hier, zack. Ey, das sieht doch schon mal sehr schön aus hier. Schön festhalten. Wir machen ja manchmal so unkoordinierte Bewegungen hier. Zack. Und er hier. Ist er hier, das gute Exemplar hier. Sehr schön, sehr schön. Habt ihr das gesehen? Die hüpfen hier wie die Irren. Gut, dann will ich auch nicht weiter stören hier. Alles bis jetzt ganz gut. Ich hoffe auch oben. Da wollen wir jetzt einmal hinstiefeln und schauen, was da überhaupt los ist. Da wären wir bei den kleinen Kaninchen hier. Die haben auch hier reichlich bekommen. Mehr als sie eigentlich brauchten. Aber es soll ihnen ja soweit gut gehen. Wir haben hier einiges heute gemacht. Viel Holz auch wieder geschreddert. Der ist hier unter der blauen Plane, hätte ich fast gesagt. Unter dem blauen Sack. Ansonsten kann ich euch das ja nochmal hier so ein bisschen von der Perspektive zeigen hier. Das Gewächshaus ist wieder in Ordnung, das habe ich festgemacht. Ich
habe viel Sille dort reingespritzt, im Prinzip die ganzen Platten damit fixiert. Ich hatte auch erstmal überlegt, das mit Schrauben hier an diese Metalldinger dort dann festzumachen. Aber ich habe mich jetzt erstmal nur auf die Variante mit Silikon bzw. mit Montagekleber, den hatte ich rein zufällig da. Dann habe ich das halt erstmal leer gemacht und dann hier im Prinzip alle Reste verballert, Acryl, Silikon, das ganze Pipapo ist jetzt so zwischen diesen einzelnen Platten. Ja, das war ordentlich heute, hat länger gedauert, als ich eigentlich gedacht habe. Und was ich hier auch noch gemacht hatte, ich hatte mir heute noch überlegt, weil morgen kommt ja hier der nächste Kaninchenstall hin und ich bin ja immer noch am Überlegen, wie ich das hier alles positionieren soll, ne? Ich will ja auch nicht, wenn ich nachher vom Haus hierher gucke, irgendwie so eine Holzwand dann hier haben, weil wenn ich jetzt hierher gucke, ich zeige euch das mal, dann sieht das so aus. Gut, jetzt ist natürlich noch der ganze Müll und alles, was da ist, beziehungsweise unter dieser Plane hier, unter diesem blauen Sack, sind ja noch ein paar Betongeschichten dort, Betonsäcke. Aber ansonsten, wenn man hier drauf guckt, ist das Bild stimmiger, als wenn hier einfach nur so eine Holzwand ist. Und von daher bin ich überlegen, wie ich das denn machen wollte. Eigentlich war ursprünglich gedacht, so ein U hier sozusagen. Der erste Gedanke war ja so zwei Reihen, die sich dann so gegenseitig angucken. Aber das ist ja von der Stimmigkeit des Bildes her im Prinzip verworfen worden. Dann war dieses U, aber dieses U, ich glaube, das wird mir nicht den Platz geben, den ich eigentlich hier auch brauche, weil ich gewöhne mich relativ schnell an diesen ganzen Platz hier. Hier kommt jetzt nochmal ein Stall hin und dann war halt die Überlegung, ob ich in diese Richtung weitergehe, weil das wird ja hier auch nochmal alles mit Platten ausgelegt und hier kommt nochmal so eine größere Stufe hin, hier so ein paar kleinere. Das wird auf jeden Fall auch ein Stück weit verwendet werden, aber heute bin ich mal so ein bisschen auf die andere Seite gegangen, in den Urwald sozusagen. Und hier wäre natürlich auch eine Möglichkeit, das dann hier auch weiter hinzubauen, dass man dann im Prinzip hier nochmal einen hinmacht und vielleicht nochmal einen und dann sich mal die Gesamtsituation so ein bisschen anschaut, wie das Bild dann da ist, und dann hätte man ja doch ein paar Stähle mehr, zumindest den Platz, um Stähle hinzubauen. So, ich stehe mal hier im Wald so ein bisschen, bis dahin sind das jetzt noch ungefähr, ich weiß nicht, 4 Meter oder so, und bis dahin schätzungsweise vielleicht noch mal, boah, ich will nicht lügen, 7 bis 10 Meter oder so. Also hier geht noch einiges, ne? Die Grundstücksgrenze ist im Prinzip dieser Pfosten, da ist immer so eine ganze, so ein ganzer Zaun, der da so entlang geht. Also das wird, wenn ich mal mit meinen ganzen anderen Projekten da irgendwann mal fertig bin, auf jeden Fall eine Sache, die ich mir genauer anschaue. Also das wird sowieso erschlossen, wenn man es so möchte. Aber ob ich hier draus auch nochmal so ein bisschen einen Kaninchenbereich mache, wer weiß, wer weiß. Ansonsten sind wir jetzt auch an einen Punkt gekommen, wo ich euch noch einen wunderschönen restlichen Tag wünsche. Schaltet auch gerne nächstes Mal wieder ein. Abonniert diesen Kanal, ganz wichtig, da freue ich mich drüber. Schreibt was in die Kommentare, schenkt meinen Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Heute noch nicht, ciao, ciao. Denn gleich hänge ich mal einen interessanten Clip an. Mein Sohnemann übt sich ein Stück weit in dem Videomacher-Dasein. Und da habe ich einfach mal ein bisschen was angehängt. Viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Hallo, seht ihr heute Videos? Kaninchen da oben sind ein paar. Die werden euch uns gleich angucken. Da, mein Papa hat heute eine. Das habe ich das gemacht. Wir gucken uns mal diese Kaninchen an. Wie süß die mal sind hier. Hier, mein Papa hat auch ein paar gerettet, hier unten da, hier noch ein paar, und hier hätten wir ein paar geschlachtet, das werden die, ich glaube nicht, wie alt die sind, aber irgendwie 8 oder 7,
die sind vielleicht so ein bisschen schlau und die sind auch so ein bisschen. Und den finde ich am besten so hier. Da hier. Da seht ihr die Mutter, die ist ganz gestresst von ihm. Und da oben seht ihr auch zwei. Hier seht ihr diese. Ja, ganz viele Kinder, die werden bald nach oben ziehen. Jetzt schauen wir mal die nach oben und mal diese anziehen. Der ist ein Junge, er 17 schon wieder kaputt ist heute Abend. Und dafür gehen wir mal weiter. Da seht ihr die Babykaninchen. Wir decken sie mal so. Da seht ihr, die ist schwanger. Das ist eine Frau und die wird bald schwanger. Wir gehen mal nach unten. Der sieht man und so. Der hat auch schon Babys bekommen. Und den seht ihr. Mach einen Daumen nach oben und bis bald.